Ja, so Leute, schauen wir uns hier mal von Flashstar, also eine Marke von Hamer, diese TV-Wandhalterung an. Und ja, voll beweglich, ne? Schauen wir uns aber später an, wenn sie hängt. Und 81 bis 91 cm TV, also bis 75 Zoll und ja, maximal 50 Kilo. Ich hatte mal einen alten Plasma, der hatte 56, aber mit 50 Kilo deckt ihr heute alles im LED-Bereich ab. Also auch die 75 Zoll, ich glaube mein 75 Zoller, der hat, ich meine, er muss um die 32 Kilo. Okay, schauen wir uns an. So ist der Lieferumfang. Ihr habt also hier zweimal die Träger, die ans TV kommen und dann später, ich denke, viele werden es kennen, dann hier oben eingehangen werden auf der Schiene und dann hier unten nochmal an der Stelle, wenn es hängt, fixiert werden, sodass wir dann nach oben, nach unten hin hier irgendwo eine Drehung haben. Ich halte es mal gar nicht in die Kamera. Ihr habt hier, wie gesagt, diese Schraube. Die müsst ihr so weit lockern, dass es gerade eben, dass ihr nachher noch zwei Umdrehungen braucht, wenn er hängt. Und dann nachher festziehen und hier oben eben halt den Haken zum Einhängen. Ne, und das Ganze kommt so aus TV rückwärtig. Ja, passt. Haben wir zweimal. Und wir haben hier entsprechend sämtliches Befestigungsmaterial dabei. Also einmal natürlich für die Wandbefestigung, die ganze Geschichte, haben wir hier die sechs Schrauben und sechs Dübel. Ja, Unterlegscheiben. Wir haben diese Gummis, die eben halt bei den weiteren Öffnungen auch hier ins TV reinkommen. Die Verschraubung fürs TV, hier haben wir verschiedene Verschraubungen, je nach TV. Also das ist schon mal gut gemacht. Ja, okay. Eine Wasserwaage, eine Mini-Wasserwaage, wer keine hat, ist auch noch dabei. Wobei das hier ein spaßiges Modell ist, finde ich ganz gut. Kann man auch so mal gebrauchen. Und ja, ein Imbusschlüssel. Okay. Ja, und eine Montageanleitung, aber die gibt nicht allzu viel her, habe ich schon reingeguckt, aber ich denke, wer sich sowas kauft und selber montieren wird, der wird auch so ein bisschen wissen, wie es geht. So, hier nur mal jetzt ganz kurz an der Stelle, ihr habt eben halt diese ganze Geschichte ist auseinander zu machen. Ich hänge es jetzt auf und dann schauen wir es uns an, wenn es an der Wand hängt. Ja Leute, das Ganze hier soll ja kein Montagevideo werden, aber nur ganz kurz, denkt dran, bitte die Fixierungsschrauben weit genug rauszudrehen, dann habt ihr nachher nicht das Problem beim Aufhängen. Das sind so kleine Tipps, denkt an die Dichtungen und auch an die Gummidichtungen, wenn ihr sie braucht. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr habt im Lieferumfang alles mit dabei. Ich habe hinten am Ende euch noch einen Scan eingestellt mit den Schrauben, die dabei sind, sodass ihr das nachvollziehen könnt, ob das für euer TV geeignet ist. Ja, das war's schon. Wir zur Montage. Ihr seht gleich, das Ding hängt dann an der Wand und ja, ist also bombenfest und ungeheuer flexibel, aber mehr dazu dann gleich. So Leute, ich habe fertig und zwar schon seit locker 4 Wochen, bin aber noch nicht dazu gekommen, so die finale Aufnahme zu machen hier zu der TV-Wandhalterung. Ja, ich habe noch eine Wasserwaage dran gehalten, also 100% in der Waage. Ja, bringt mich dazu, dass eben halt auch die Montage, ne, sehr, sehr einfach ist. Also, was heißt einfach? Aber ich denke, das bekommt jeder hin. So, und ich schaue mal gerade hier hinten einmal rein. Ne. Ihr seht also diese ungeheure Flexibilität von dem Ding. Ne. Ihr könnt es also wirklich einmal in die Richtung stellen, einmal in die Richtung stellen, einmal geradeaus rausziehen, völlig schräg stellen, um dann hier links ist das Bett, vom Bett aus zu schauen. Ja, was macht die Halterung? Da könnt ihr Klimmzüge dran machen. Ne? Es ist also wirklich nur eine dünne Wand hier. So, müsst ihr ein bisschen drauf achten beim Bohren, ne? Und bei den Dübeln hier, dass ihr also wirklich nicht hinten rauskommt, wenn ihr dünne Wände, Innenwände habt. Das war so mein Thema, wo ich ein bisschen drauf geachtet habe. So, ihr seht auch hier, dass ich das TV, ne? Ja, wir haben rechts weniger Abstand als hier links, das seht ihr. Ja. Nicht so aufgehangen habe, also nicht genau mittig aufgehangen habe. Hier Schrauben müsst ihr natürlich festziehen dann. Warum? Weil man natürlich immer irgendwo so ein bisschen kollidiert. So, und für mich, ich hätte jetzt natürlich ein bisschen runtergehen können und ein bisschen nach links. Aber wäre ich dann genau hingekommen? Ja, fraglich. So, deswegen, ich brauchte nur diesen einen HDMI. Und wenn ich hier unten mal PC anschließen will, hier den VGA. Ich habe noch so ein paar alte Laptops, wo ich drüber Filme gucken kann und so weiter. Aber braucht man eigentlich nicht, weil ein HDMI reicht heutzutage. Holt euch so hier so einen Receiver von Xoro, da könnt ihr alles anschließen. Sämtliche Formate abspielen. Völliger Unsinn. So, wie gesagt, man hätte noch ein bisschen runtergehen können, links, aber nicht unnötig. Ich hatte ein TV, das war so ein Billigmodell von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen für den Keller, fürs Laufband.
da gingen diese Streben natürlich genau über die Anschlüsse drüber. Ja, das geht gar nicht, ne? Aber das kommt in den seltensten Fällen vor. So, Flexibilität, ne? Ich denke, ihr könnt das hier so erkennen. Ja, machen wir es mal genau andersrum. Ja, also hier, ne? Könnt das hier rüber schieben. So, dann könnt ihr das Ganze wirklich hier auch nochmal sagen, okay, komm, wir wollen einen gewissen Neigungswinkel haben. Ja, könnt euch auf den Boden legen, wenn ihr nicht gerade sowieso das Ganze auf dem Bett, ne? Vom Bett aus. Ja, also auch das hier, ne? Richtig, richtig klasse. Ja, ihr könnt das Ganze auch nach oben stellen, wenn ihr wollt. Also auch hier habt ihr dann die 12 Grad nach oben hin. Ne? Ich mache jetzt aber Folgendes. Ich mache mal ein paar Fotos. Weiß immer mit der Kamera in der Hand ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Ich mache ein paar Fotos. Machen wir so eine kleine Diashow mit ein paar verschiedenen Einstellungen. Mit Sicherheit nicht alle, aber ein paar. Ja, Leute. Also hier die Fotos, aber bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Also hier ist nicht jeder Winkel und jede Möglichkeit jetzt wirklich auch dargestellt. Ich stelle euch am Ende des Films noch einen Scan ein mit den Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Dann könnt ihr auch im Prinzip vorab eben schauen, okay, sind die richtigen Schrauben für mein TV dabei? Also normalerweise sollte wirklich hier bei dem Lieferumfang alles enthalten sein, also wirklich für jedes TV. Aber schaut selber, wie gesagt, Schraubenlänge etc. steht dann da auf der Beschreibung drauf. So, das hier ist so eigentlich mein Thema. Ich wollte also nicht, wenn man in den Raum reinkommt, dass man irgendwelche Kabel sieht. Sieht man halt nicht, ne? Und kann ich nicht leiden, sowas. Wenn man nachher alleine ist, das Ding aussieht, egal. Aber wenn jemand in den Raum reinkommt, dann muss das so aussehen, dass man keine Kabel sieht. Ihr seht nichts. Und hier in der Schräge heben halt hier zum Schrank hin verbaut und ja, dann hier vom Bett aus kann man da ganz relaxed schauen. Notfalls, wie gesagt, wenn ich dann im Bett schaue, ziehe ich es noch raus und kann es auch noch nach unten stellen. Super. Also insofern richtig, richtig klasse. Von mir gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung hier für diese TV-Halterung von FlashStar. Eigentlich FlashStar bei Hamer, muss man sagen, ist ja von Hamer. Und ja, bei Hamer hatte ich noch nie Probleme mit der Qualität, egal welches Produkt. Insofern ganz klare Empfehlung. Ich denke oder ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Wünsche euch wie immer alles Gute. Vor allem bleibt gesund. Bis zur nächsten Review, bis zur nächsten Rezension. Euer Mr. Boldfish.